Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen jetzt über Nicht-Ausdrückbarkeit in Logik erster Stufe und dafür bauen wir nochmal alles zusammen, was wir in den letzten Videos gelernt haben, Ehrenfurcht-Frei-See-Spiele und so weiter. Ja, aber nochmal zur Erinnerung, wo wir eigentlich herkommen, also was war unsere Motivation? Es ging uns um Ausdrückbarkeit in Logik erster Stufe. Ausdrückbarkeit bedeutet, wir haben irgendeine Eigenschaft, sowas wie die Kantenrelation ist symmetrisch und dann fragen wir uns, können wir das ausdrücken? Also gibt es einen Satz in Logik erster Stufe, der genau in den Strukturen wahr ist, in denen zum Beispiel jetzt hier die Kantenrelation symmetrisch ist und in allen anderen Strukturen falsch ist? Wenn es einen solchen Satz gibt in Logik erster Stufe, der das erfüllt, dann nennen wir diese Eigenschaft ausdrückbar. Wenn es keinen solchen Satz gibt, der das erfüllt, dann nennen wir diese Eigenschaft nicht ausdrückbar. Wir hatten in vorigen Videos schon gesehen, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die ausdrückbar sind. Sowas wie, das Universum hat mindestens drei Elemente. Es gibt einen Satz in Logik erster Stufe, der genau in den Strukturen wahr ist, die mindestens drei Elemente haben. Es schien aber so, dass gewisse Eigenschaften nicht ausdrückbar sind. Sowas wie, der Graph ist zusammenhängend oder das Universum hat nur endlich viele Elemente. Ja, solche Eigenschaften schienen erstmal nicht ausdrückbar zu sein. Und das können wir jetzt auch wirklich zeigen mit den Techniken, die wir gelernt haben, nämlich mit den Ehrenfurcht-Frei-See-Spielen. Und wir beginnen mal mit einem einfachen Beispiel. Nehmen wir die Eigenschaft, das Universum hat eine gerade Anzahl von Elementen. Ja, also all diese Strukturen hier auf der linken Seite, die erfüllen diese Eigenschaft, denn hier haben 2, 4, 6, 8 Elemente und so weiter. Und alle Strukturen hier auf der rechten Seite erfüllen diese Eigenschaft nicht, denn sie haben eine ungerade Anzahl, 1, 3 oder 5 Elemente oder so. Wir wollen jetzt begründen, dass es keinen Satz in Logik erster Stufe gibt, der das ausdrückt, also keinen Satz, der genau diese beiden Klassen von Strukturen voneinander trennt, also der genau in diesen Strukturen hier wahr ist und genau in diesen Strukturen hier rechts falsch ist. Wir hatten über dieses Beispiel auch schon mal nachgedacht, ja, wir hatten überlegt, was könnte man tun, um diese Eigenschaft hier auszudrücken. Ja, man könnte sowas schreiben wie, das Universum hat genau zwei Elemente oder es hat genau vier Elemente oder es hat genau sechs Elemente oder, immer so weiter. Aber das wird keine endlich große Formel, denn es gibt ja unendlich viele gerade Zahlen. Ja, man müsste für jede gerade Zahl einen so einen Disjunkt in die Formel aufnehmen. Das führt zu einer unendlich langen Formel, aber Formeln dürfen immer nur endlich lang sein. Also das einfach noch als ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hierbei wirklich um eine nicht ausdrückbare Eigenschaft handelt. Gut, wir wollen also jetzt zeigen, dass diese Eigenschaft hier nicht ausdrückbar ist. Und wir fangen aber mal ganz bescheiden an erstmal. Wir zeigen erstmal nur, dass es keinen Satz gibt mit Quantorentiefe 1, der diese Eigenschaft ausdrückt. Ja, später zeigen wir es dann auch noch für Quantorentiefe 2, 3, 4 und so weiter. Erstmal nur für Quantorentiefe 1. Ja, und das machen wir per Widerspruchsbeweis. Also angenommen, es gäbe einen Satz in Logik erster Stufe mit Quantorentiefe 1, der diese Eigenschaft hier ausdrückt. Naja, wenn ein Satz diese Eigenschaft hier ausdrückt, ganz egal jetzt, welche Quantorentiefe er hat erstmal, ja, wenn ein Satz diese Eigenschaft ausdrückt, dann ist er in jeder einzelnen Struktur von denen hier wahr und in jeder einzelnen Struktur von denen hier ist dieser Satz dann falsch. Ja, wir können uns also jetzt zwei beliebige Strukturen hier von links und eine von links, eine von rechts nehmen und dieser Satz ist auf jeden Fall in der linken Struktur wahr und in der rechten Struktur falsch, nach unserer Annahme. Ja, wir nehmen einfach mal diese hier und diese. Ja, hier sind die beiden Strukturen und nach unserer Annahme ist dieser Satz mit Quantorentiefe 1 in dieser Struktur hier wahr, aber in dieser Struktur hier falsch. Ja, und jetzt kommt der Satz von Ehrenfurcht ins Spiel, der sagt ja, wenn wir einen Satz haben, der ist in einer Struktur wahr und der ist in einer anderen Struktur falsch und der hat eine gewisse Quantorentiefe, naja, dann gewinnt, Spoiler, das Spiel mit so viel Runden auf diesen beiden Strukturen. Ja. In dem Fall würde das jetzt bedeuten, einfach nach dem Satz von Ehrenfurcht direkt, Spoiler gewinnt das Spiel, das Einrundenspiel auf diesen beiden Strukturen. Also hier nochmal zum Vergleich der Satz, den wir jetzt anwenden. Wir sind in der unteren Situation, also es gibt einen Satz mit Quantorentiefe 1, der die beiden Strukturen unterscheidet. Dann sagt uns der Satz von Ehrenfurcht, Spoiler kann den Sieg im Einrundenspiel auf diesen beiden Strukturen erzwingen. Aber denkt mal darüber nach, ob das jetzt wirklich sein kann. Also kann es wirklich sein, dass Spoiler innerhalb von einer Runde den Sieg erzwingen kann auf diesen beiden Strukturen? Ich meine, Spoiler, der hat ja nur drei Möglichkeiten, was er tun kann. Er kann als erstes hier wählen, dann spielt Duplicator hier
und Duplicator hat gewonnen. Das ist ein Isomorphismus. Ja? Spoiler könnte hier spielen, das gleiche, Duplicator wählt hier, Duplicator hat gewonnen. Und Spoiler könnte auch hier wählen, leider hat Duplicator zwei Möglichkeiten, aber ganz egal, was Duplicator macht, Duplicator hat gewonnen. Ja? Also offensichtlich hat Spoiler hier keine Gewinnstrategie. Ja? Duplicator hat eine Gewinnstrategie. Und das ist ein Widerspruch, denn es kann nicht sein, dass sowohl Spoiler als auch Duplicator eine Gewinnstrategie im Einrundenspiel auf diesen beiden Strukturen haben. Ja, diese Annahme, die führt uns dazu mit dem Satz von Ehrenfeucht, dass Spoiler eine Gewinnstrategie hat. Wir sehen aber ganz leicht, dass tatsächlich Duplicator eine Gewinnstrategie hat. Ja, beides kann nicht sein, das ist ein Widerspruch. Also war die Annahme falsch, ja, die Annahme, dass es einen Satz mit Quantorentiefe 1 gibt, der diese Eigenschaft ausdrückt. So, das war aber noch nicht das, was wir zeigen wollten. Ja, wir wollen ja zeigen, es gibt gar keinen Satz, der das ausdrückt. Wir haben jetzt nur gezeigt, es gibt keinen Satz mit Quantorentiefe 1. Ja. Jetzt können wir das Argument aber wiederholen. Wir können auch zeigen, es gibt keinen Satz mit Quantorentiefe 2. Denn angenommen, es gäbe einen Satz mit Quantorentiefe 2, der das ausdrückt, dann nehmen wir uns jetzt zwei andere Strukturen her. Wir nehmen uns nämlich diese beiden Strukturen hierher. Ja, wieder offensichtlich, hier links, die Struktur erfüllt die Eigenschaft, die rechts erfüllt die Eigenschaft nicht. Ja, erstmal nach dem Satz von Ehrenfeucht hat Spoiler eine Gewinnstrategie. Wir zeigen aber jetzt, Duplicator hat eine Gewinnstrategie im Zwei-Runden-Spiel. Ja, also das hier ist jetzt jeweils das Zwei-Runden-Spiel. Die erste Aussage hier, die folgt direkt aus dem Satz von Ehrenfeucht. Und die zweite Aussage, die überlegen wir uns jetzt noch. Also wir überlegen uns jetzt noch, auf diesen beiden Strukturen kann Duplicator zwei Runden lang überleben. Und das ist auch nicht besonders schwierig zu sehen. Also ganz egal, was Spoiler in seinen zwei Zügen macht. Sagen wir, Spoiler macht hier, dann macht Duplicator halt da. Und Spoiler macht hier, dann macht Duplicator da. Oder ja, wenn es irgendwie anders läuft, ja, wenn Spoiler hier spielt, spielt Duplicator halt da. Also ich meine, in beiden Strukturen sind mindestens zwei Elemente. Ja, und wir haben keine Relationsatome oder so. Also wann immer Spoiler ein Element in der einen Struktur wählt, dann kann Duplicator ein Element in der anderen Struktur wählen. Es sind genug Elemente da, sodass Duplicator niemals eins doppelt wählen muss, ja, und so kann Duplicator den Isomorphismus aufrechterhalten. Ja, oder anders, wenn Spoiler eins doppelt wählen sollte, also sagen wir, Spoiler spielt wieder hier, ja, dann spielt Duplicator halt auch hier. Aber Spoiler kann den Sieg hier nicht erzwingen, ja, Duplicator kann den Sieg in zwei Runden erzwingen. Ja, in drei Runden wäre das anders. Ja, in drei Runden hätte Spoiler 1, 2, 3 so spielen können und Duplicator hat hier nicht genug Knoten zum Spielen. Ja. Aber wenn wir nur zwei Runden spielen, dann gewinnt Duplicator das Spiel auf diesen beiden Strukturen und da ist unser Widerspruch. Ja. Und dieses Argument, das können wir jetzt für beliebige Zahlen machen. Ja, wir können auch zeigen, es gibt keinen Satz mit Quantorentiefe 5. Da könnten wir diese beiden Strukturen nehmen. Die linke erfüllt die Eigenschaft, die rechte erfüllt die Eigenschaft nicht. Denn angenommen, es gäbe einen Satz mit Quantorentiefe 5, der gerade Anzahl von Elementen ausdrückt, na, dann wäre der hier wahr, aber hier falsch. Nach dem Satz von Ehrenfeucht müsste Spoiler dann eine Gewinnstrategie in 5 Runden haben, aber es ist wieder ziemlich klar, dass Duplicator 5 Runden lang überleben kann, weil wir in beiden Strukturen mindestens 5 Elemente haben und Duplicator hat genug Platz, den Isomorphismus 5 Runden lang aufrechtzuerhalten. Ja, und wir sehen schon, dieses Argument, das klappt für jede beliebige Zahl m, ja, also jede beliebige Quantorentiefe, ja, ganz egal, was für eine Quantorentiefe ihr sagt, 17, ja, ich kann euch argumentieren, nein, es gibt keinen Satz mit Quantorentiefe 17, der das hier ausdrückt. Ja, aber wenn es irgendeinen Satz gäbe, der das ausdrückt, der muss ja irgendeine Quantorentiefe haben. Aber wir haben gezeigt, ganz egal, welche Quantorentiefe man annimmt, es führt zu einem Widerspruch. Ja, und das heißt, insgesamt kann es keinen Satz geben, der diese Eigenschaft ausdrückt. Ja, denn es kann keinen mit Quantorentiefe 1 geben, es kann auch keinen mit Quantorentiefe 2, keinen mit Quantorentiefe 3 geben und so weiter. Und das Ganze können wir jetzt zu einem kleinen Rezept zusammenfassen. Ja, nochmal zusammenfassen, was müssen wir eigentlich tun, um zu zeigen, dass eine Eigenschaft nicht ausdrückbar ist, müssen für jede natürliche Zahl m zwei Strukturen angeben, a und b. Ja, also für die Zahl 1 geben wir zwei Strukturen an, für die Zahl 2 geben wir zwei Strukturen an und so weiter. So dass jedes Mal gilt, A besitzt die Eigenschaft, aber B besitzt die Eigenschaft nicht. Und so dass jedes Mal gilt, Duplicator hat eine Gewinnstrategie im M-Rundenspiel auf diesen beiden Strukturen. Ja? Denn das steht dann genau im Widerspruch dazu, dass Spoiler eine Gewinnstrategie hat,
Sprich, dass es einen Satz mit Quantorentiefe m gibt, der die Eigenschaft ausdrückt. Also wenn wir Nicht-Ausdrückbarkeit in Logik erster Stufe zeigen wollen, dann können wir einfach immer diesem Rezept hier folgen, müssen zeigen, für jede natürliche Zahl m gibt es zwei Strukturen a und b, a besitzt die Eigenschaft b aber nicht, sodass Duplicator eine Gewinnstrategie hat auf dem m-Rundenspielen auf diesen beiden Strukturen. Wenn wir das gezeigt haben, dann folgt daraus, dass die Eigenschaft nicht ausdrückbar ist. Und das machen wir jetzt nochmal an einem etwas komplizierteren Beispiel. Und wir nehmen mal das Beispiel, die Struktur ist zusammenhängend. Mit zusammenhängend, das wird auch normalerweise dann schwach zusammenhängend genannt. Also damit ist einfach gemeint, dass ich von jedem Element in der Struktur zu jedem anderen Element der Struktur komme, indem ich einfach nur über die Kanten laufe und ich muss aber nicht mal die Richtung beachten. Ja, also diese Struktur hier ist zusammenhängend, ja, denn es gibt einfach eine Kante zwischen den beiden Elementen. Ja, hier ein paar zusammenhängende Strukturen, hier rechts ein paar nicht zusammenhängende Strukturen. Ja, und dann folgen wir jetzt mal unserem Rezept, um zu zeigen, dass diese Eigenschaft hier nicht ausdrückbar ist. Wir müssen also jetzt für jede natürliche Zahl m zwei Strukturen angeben, a und b, eine zusammenhängende Struktur und eine nicht zusammenhängende Struktur, sodass Duplicator m Runden lang auf diesen beiden Strukturen überlebt, das Ehrenfeuchtfrei-C-Spiel. Und wir machen es mal für das Beispiel m gleich 4 erstmal, wie man es generalisiert, kann man sich dann später überlegen. Ja, ich fange erstmal ganz naiv an mit einer Lösung, die nicht klappt. Ja, also, ja, was müssen wir tun? Wir müssen eine zusammenhängende Struktur und eine nicht zusammenhängende Struktur nehmen. Ja, und ich habe jetzt mal ganz naiv gedacht, okay, nehmen wir mal hier, weil es irgendwie um die Zahl 4 geht, nehmen wir mal hier so einen Pfad der Länge 4. Ja, und hier, was machen wir da? Ja, okay, wir nehmen vielleicht auch den Pfad der Länge 4. Aber wir machen noch einen Punkt dazu, denn die soll ja nicht zusammenhängend werden. Ja, völlig naiver Ansatz. Ja, man kann ja erstmal ausprobieren. Ja, und wenn man jetzt ausprobiert, dann wird man sehr schnell feststellen, nee, ja, das klappt nicht. Ja, Duplicator wird hier nicht 4 Runden überleben. Ja, Spoiler wird hier ganz schnell überleben, denn Spoiler sieht diesen Punkt hier und denkt sich, ja, dieser Punkt, der ist ja mal sowas von anders als diese Struktur. Ja, diesen Punkt hier rechts, den gibt's in dieser Struktur hier links nicht nochmal. Ja, das macht Spoiler sich zunutze. Spoiler sagt sofort in der ersten Runde hier, ja, das ist mein erster Zug, Nummer 1. Duplicator sagt mir nochmal, wo sich der befindet. Ja, und ganz egal, was Duplicator hier tut, dann hat Spoiler wieder dran und sagt, okay, guck mal hier, der Punkt hat einen Nachfolger, ja, aber hier die 1 hat keinen Nachfolger, also ganz egal, was Duplicator jetzt hier tut, ja, wir haben eine Kante hier von 1 nach 2, aber hier nicht. Ja, und da überlegt man sich recht schnell, dass Spoiler hier innerhalb von 2 Runden schon das Spiel gewonnen hat. Ja? Insbesondere hat Duplicator nicht 4 Runden lang überleben können. Also wir sehen schon, wir müssen diese beiden Strukturen irgendwie sehr ähnlich zueinander machen, ja, so dass sie sehr ähnlich aussehen. Ja, wäre die nächste Idee vielleicht, okay, machen wir doch hier so 2 Pfade. Ja, hier haben wir einen Pfad der Länge 4, Pfad der Länge 3 ist es eigentlich nur, also 3 Kanten, 4 Knoten. Ja, machen wir hier 2 solche Pfade hin. Ja, jetzt sehen die Strukturen vielleicht ähnlicher aus, aber auch jetzt ist es noch relativ einfach für Spoiler den Sieg zu erzwingen, denn Spoiler kann jetzt einfach sagen, guck mal hier haben wir 2 Knoten, die beide keinen Vorgänger haben, aber hier gibt's nur einen einzigen solchen Knoten. Ja, das kann Spoiler sich zunutze machen. Spoiler kann sagen, hier, das ist mein erster Zug, ja, Duplicator nimmt dann den. Dann sagt Spoiler, hier, guck mal, hier ist aber noch ein zweiter Knoten, der hat auch keinen Vorgänger. Welcher soll das denn sein? Ja, was kann Duplicator jetzt machen? Duplicator könnte den nehmen, aber dann ist der Isomorphismus sofort kaputt, denn das hier ist keine 1 zu 1 Korrespondenz mehr. Und wenn Duplicator hier irgendwas anderes wählt, na, dann hat der Knoten hier jetzt einen Vorgänger, der hier aber nicht, das heißt, dann könnte Spoiler in seinem dritten Zug den entsprechenden Vorgänger nehmen, und hier hat Duplicator aber jetzt keine Chance, ja, ganz egal, was er hier macht. Hier haben wir jetzt eine Kante von 3 nach 2, hier jedoch keine Kante von 3 nach 2. Ja, also in diesem Fall hat Spoiler das Spiel schon in 3 Runden gewonnen. Ja, insbesondere hat Duplicator mal wieder nicht 4 Runden lang überlebt. Also diese beiden Strukturen hier links und hier rechts, die sind immer noch zu einfach unterscheidbar. Ja, und jetzt vielleicht mal eine Frage an euch, könnt ihr mal das Video pausieren und drüber nachdenken.
findet ihr eine Möglichkeit, hier links eine zusammenhängende Struktur und hier rechts eine nicht zusammenhängende Struktur anzugeben, die aber ansonsten extrem ähnlich zueinander sind. Also die man an keiner Stelle so richtig unterscheiden kann voneinander. Denkt da mal drüber nach. Ich sage jetzt gleich die Lösung. Ja, also die Lösung ist hier, dass wir Kreise nehmen. Ja, bei einem Kreis sieht jeder Knoten aus wie der andere. Jeder hat einen Vorgänger, einen Nachfolger. Das kann man erstmal nicht voneinander unterscheiden. Ja, hier nehmen wir einen Kreis hier links und hier rechts nehmen wir zwei Kreise. Ja, diese Struktur hier links, die ist zusammenhängend. Diese hier rechts ist nicht zusammenhängend, denn sie besteht aus zwei voneinander getrennten Kreisen. Und wir begründen jetzt mal, dass Duplicator auf diesen beiden Strukturen hier das Spiel 4 Runden lang überleben kann. Also das Ehrenfeuchtfreisee-Spiel auf 4 Runden, da kann Duplicator den Sieg erzwingen auf diesen beiden Strukturen hier. Zunächst mal, wie groß habe ich die Kreise gewählt? Ja, wenn ihr nachzählt, die bestehen aus 16 Knoten. Ja, 16 ist 2 hoch 4. Ja, und 4 ist die Anzahl der Runden, die wir wollen, dass Duplicator überlebt. Also, was könnte hier passieren? Machen wir mal ein Beispiel. Durchlauf. Ja, Spoiler könnte den Knoten wählen. Dann muss Duplicator sich hier entscheiden. Er will zum Beispiel den hier. Und jetzt schon interessant, ja. Jetzt hat Duplicator sozusagen entschieden, dass dieser Kreis hier, dass das der hier ist, ja. Insbesondere, wenn Spoiler jetzt hier wählt, ja. Spoiler könnte jetzt zum Beispiel hier was wählen. Jetzt muss Duplicator in dieser Struktur wieder was wählen. Ja, aber das liegt auf demselben Kreis wie hier diese 1, ja, während hier die 1 und die 2 auf verschiedenen Kreisen liegen. Aber die Strategie von Duplicator ist jetzt, wenn wir hier in zwei verschiedenen Kreisen sind, dann versuchen wir hier ganz weit weg voneinander zu wählen. Also Duplicators Strategie wäre jetzt sowas wie, wähl die 2 hier unten ganz weit weg von der 1, ja, sodass Spoiler, das niemals auffallen wird, dass es hier auf demselben Kreis aber hier auf verschiedenen Kreisen liegt. Ja, die werden, die 1 und die 2, die werden sich niemals sehen. Ja, wenn Spoiler jetzt noch sehr viele Runden übrig hätte, dann könnte er den Sieg hier erzwingen. Er könnte nämlich sagen, hier, ich spiele so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und was muss Duplicator machen? Er müsste dann, um nicht zu verlieren, müsste er hier auch immer so entsprechend spielen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und spätestens dann sieht man, aha, hier haben wir eine Kante von 9 nach 2, hier haben wir aber keine Kante von 9 nach 2. In dem Moment hätte dann Spoiler gewonnen. Ja, wir spielen aber nicht 9 Runden, wir spielen nur 4 Runden. Wir wollen uns jetzt überlegen, dass 4 Runden tatsächlich ausreichen, sodass Duplicator den Isomorphismus aufrecht erhalten kann. Versetzen wir uns nochmal in die Lage von Spoiler. Ja, was möchte Spoiler machen? Er möchte jetzt eigentlich zeigen, ja, die 1 und die 2, die liegen hier auf demselben Kreis, aber die 1 und die 2, die liegen hier auf verschiedenen Kreisen. Ja, das möchte Spoiler dem Duplicator zeigen. Ja, wie zeigen wir das? Na, indem wir irgendwie versuchen, die zu verbinden. Ja, und Spoiler könnte jetzt zum Beispiel hier irgendwo in der Mitte einen Knoten wählen. Ich mache mal genau in der Mitte. Ja, hier wählt Spoiler den Knoten Nummer 3. Er fragt jetzt Duplicator sozusagen, was meinst du denn, dieser Knoten hier, ist der im selben Kreis wie die 1, ja, relativ nah an der 1 dran, ja, nur 3 Knoten dazwischen, oder liegt der im selben Kreis wie die 2, ja, so ein bisschen vor der 2. Ja, das fragt der Duplicator jetzt, ist dieser Knoten Nummer 3 hier, ist der ein bisschen nach der 1 oder ist der ein bisschen vor der 2? Und da muss Duplicator sich jetzt entscheiden, ja, er kann nur eins von beiden realisieren. Ja, er könnte zum Beispiel sagen, okay, der ist so ein bisschen hinter der 1. Ja, dann könnte Duplicator diesen Knoten hier wählen und es bleibt weiterhin ein Isomorphismus. Aber jetzt hat Duplicator sich ja hier entschieden, er hat die 3 auf denselben Kreis wie die 1 gepackt, ja, und damit auf einen anderen Kreis als die 2, aber hier sind die 3 und die 2 auf demselben Kreis. Ja, also das hier ist jetzt der entscheidende Teil des Spielfelds, ja, den es hier so nicht gibt. Ja, das heißt, für Spoiler wäre es schlau, jetzt hier weiter zu spielen. Ja, er könnte jetzt hier wieder in die Mitte setzen, ja, hier Nummer 4, hier seinen vierten Zug machen und Duplicator jetzt sozusagen wieder zu fragen, was meinst du denn, ist dieser Knoten hier, ist der ein bisschen hinter der 3, ja, so 2 Schritte hinter der 3, oder ist er kurz vor der 2, so 2 Schritte vor der Nummer 2? Und auch da muss Duplicator sich jetzt wieder entscheiden.
sagen wir, Duplicator wählt jetzt diesen Knoten hier aus, ja, der ist kurz vor der 2 sozusagen. Andere Möglichkeit wäre gewesen, dass Duplicator hier wählt, ja, kurz nach der 3, ja, aber er kann halt nicht beides machen, er muss sich entscheiden. So, und jetzt ist Spoiler ganz nah dran am Gewinn, aber wir haben schon 4 Runden gespielt, das Spiel ist zu Ende und Duplicator hat das Spiel gewonnen. Ja, hätten wir noch eine Runde mehr gespielt, dann hätte Spoiler es jetzt geschafft, den Isomorphismus kaputt zu machen. Ich meine, im Moment, der partielle Isomorphismus, der hier entsteht, das sind einfach 4 isolierte Punkte auf beiden Seiten, also hat Duplicator gewonnen. Ja, es ist ein partieller Isomorphismus. Aber hätten wir noch eine Runde mehr gespielt, dann hätte Spoiler hier den Sack zumachen können. Ja, dann hätte er nämlich sagen können, hier guck mal den Knoten an. Der liegt direkt zwischen der 3 und der 4. Aber so wie Duplicator hier gespielt hat, gibt's keinen solchen Knoten, der direkt zwischen der 3 und der 4 liegt. Ja, die 3 und die 4, die liegen auf verschiedenen Kreisen. Also ganz egal, was Duplicator jetzt hier noch versucht, ja, vielleicht den Nachfolger von der 3 zu nehmen, dann ist das Ganze hier kein Isomorphismus, denn wir haben eine Kante von 5 zu 4, aber hier haben wir keine von 5 zu 4. Ja, also bei 5 Runden, da hätte Spoiler gewonnen und er hätte sogar den Sieg erzwingen können in 5 Runden, aber solange wir nur 4 Runden spielen, kann tatsächlich Duplicator den Sieg erzwingen. Und die komplette Strategie von Duplicator zu beschreiben, das ist ziemlich kompliziert, aber grundsätzlich funktioniert es so. Also solange wir hier irgendwie nah beieinander spielen, auf einem Kreis, können wir auch hier uns einen Kreis aussuchen und auf dem dann so nah beieinander spielen. Ja, so kann Duplicator das machen. Sobald wir aber Knoten auf den 2 verschiedenen Kreisen hier haben, versucht Duplicator hier einen ganz weit weg zu wählen, einen Punkt ganz weit weg, ja, sodass es Spoiler nicht schafft, die beiden miteinander zu verbinden in dieser Rundenzahl. Und Spoiler kann, selbst wenn er jetzt sehr effizient ist, immer den Mittelpunkt des Pfades nehmen. Ja, er kann hier den Mittelpunkt nehmen und danach wieder den Mittelpunkt nehmen und so weiter. Aber er schafft es dann nicht, in 4 Runden diese lange Distanz zu überbrücken, denn wir haben mit einem exponentiell großen Kreis angefangen, mit 2 hoch 4 vielen Knoten. Das war jetzt, wie gesagt, nur eine grobe Beschreibung von Duplicators Strategie und keine vollständige Beschreibung. Ja, aber insgesamt sind wir dann unserem Rezept gefolgt. Ja, das Rezept lautet nämlich so, wenn wir irgendeine Zahl m von Runden haben, nehmen wir als eine Struktur einen Kreis mit 2 hoch m vielen Knoten und hier nehmen wir einfach 2 voneinander getrennte Kreise mit 2 hoch m vielen Knoten jeweils. Und dann argumentiert man noch, dass Duplicator dieses Spiel hier m Runden lang überleben kann. Und abschließend nochmal so ein kleiner Kommentar zu diesem Thema Ausdrückbarkeit, Nicht-Ausdrückbarkeit, damit man noch ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was für Eigenschaften ausdrückbar sind und was für Eigenschaften nicht ausdrückbar sind. Man könnte sagen, die Eigenschaften, die in Logik erster Stufe ausdrückbar sind, das sind eher solche lokalen Eigenschaften und die nicht ausdrückbaren, das sind eher so nicht lokale oder anders gesagt vielleicht globale Eigenschaften. Ja, was ist damit gemeint? Also so eine lokale Eigenschaft, das ist eine Eigenschaft, da hängt es davon ab, also ob diese Eigenschaft erfüllt ist oder nicht, das hängt irgendwie dann nur von einem kleinen Teil der Struktur ab. Zum Beispiel, jedes Element hat einen Nachfolger. Na, wenn ich ein einziges Element finde, was keinen Nachfolger hat in der Struktur, dann weiß ich schon, diese Eigenschaft ist falsch. Oder die Kantenrelation ist symmetrisch. Ja, wenn ich irgendwo 2 Punkte finde, sodass es da eine Kante in die eine Richtung, aber nicht in die andere Richtung gibt, dann weiß ich schon, diese Eigenschaft ist nicht erfüllt. Ja, das sind solche lokalen Eigenschaften, während diese nicht ausdrückbaren Eigenschaften eben nicht lokal sind. Also zum Beispiel der Graph ist zusammenhängend, das hängt irgendwie vom ganzen Graphen ab, ob der zusammenhängend ist. Ja, ich kann nicht jetzt irgendwie an einem ganz kleinen Ausschnitt schon erkennen, ob der zusammenhängend ist oder nicht. Ja, wenn ich mir nur diesen Ausschnitt angucke und diesen Ausschnitt angucke, das sagt mir nichts darüber, ob der Graph zusammenhängend ist. Ja, ich muss so das Big Picture sehen, um festzustellen, ob der Graph zusammenhängend ist oder nicht. Ja, das also soweit zum Thema Nicht-Ausdrückbarkeit und Ehrenfeuchtfreie C-Spiele und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.